Willkommen bei Carmen Nebel, die große Ostershow aus Magdeburg. Und das sind die Superstars dieser Sendung. Lieder der Nacht. Ist die Königin der Nacht, Carmen Nebel. Jetzt darf ich Ihnen eine wunderbare Frau ankündigen, hier in unserer großen Ostershow. Und ich weiß, Sie lieben die alle. Die ist ein Star, aber nicht nur ein Star, sie ist eine Ikone. Und eine Ikone, die darf alles singen. Schlager, Popsongs, Evergreens, Klassiker. Da darf auch mal die ein oder andere gepflegte Schnulze dabei sein. Völlig egal, weil Sie lieben Ikonen. Und das zu Recht. Und sie, die heute unser Gast ist, die wird wieder mal beweisen, wie vielseitig sie ist. Sie hat tolle Songs mitgebracht, zum Beispiel den über die Marlene, ne? Die da mal gehen soll. Aber zuvor hören wir von ihr einen wunderbaren Song für immer und dich. Herzlich willkommen, hier ist die wunderbare Marianne Rosenberg.
schnell für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich.
herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir haben uns am Anfang nicht begrüßen können, ne? Dafür jetzt. Dafür jetzt. Ja. Ja. Wir haben wieder gemerkt, Dankeschön. Marleen, es ist ein so schöner Song. Du hast ihn das letzte Mal, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, vor 12 Jahren gesungen im Fernsehen. Ja, das ist richtig. Bei Thomas Gottschalk. Und jetzt singst du ihn bei mir. Ist das nicht schön? Ja, das stimmt. Warum darf Marleen so selten raus? Ja, was heißt selten raus? In den Live-Shows, ja. Und ich spiele ja wieder Live-Shows, zum Beispiel am 6. Mai in Bad Segeberg, ja. Bei einem Open Air. Mit verschiedenen anderen Künstlern, Festival und dann am 20. in Rostock. Und live ist Marleen immer dabei, aber dann im Fernsehen natürlich nicht andauernd. Und ich meine, alle Leute covern jetzt, ich cover mich selbst, ist doch schön. Ja, ist toll. Und dir geht es ja wahrscheinlich auch so, wenn du andere Künstler siehst und Konzerte besuchst, dass du auch auf die Songs von denen wartest, die du kennst ja, und liebst. Ja, natürlich. Ich bin ein großer Barry White-Fan. Mhm. Und als ich in der Deutschlandhalle war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich auf nichts anderes gewartet, als auf seinen Superhit The First, The Last, My Everything. Und er hat den erst in der Zugabe gesungen. Und du warst und schon panisch, oder? Ich war schon panisch und ich war völlig erledigt. Und als er ihn endlich sang, bin ich auf den Stuhl gestiegen, habe geschrien und ich wollte, dass er jeden Ton genauso singt, wie ich ihn kenne. Und da habe ich zum ersten Mal mein Publikum verstanden und habe meine alten Songs wieder in mein Live-Programm aufgenommen. Wir danken Barry White quasi da, wo er jetzt ist. Ganz toll. Nein, das kann ich gut verstehen, geht mir selber auch so. Absolut. Meine liebe Marianne, wir kriegen jetzt tollen Besuch. Ja, ich freue mich auf einen Künstler, der jetzt kommt, auf einen Mann ganz besonders. Wobei mir jeder Gast heute natürlich total lieb ist. Aber er hat einen weiten Weg zu uns gemacht. Er ist ein Weltstar, ein absoluter. Und ich glaube, als ich seinen Namen sagte, als ich Marianne versucht habe, einzuladen für diese ja, Show. Zu locken. Ne? Zu locken, ich habe sie gelockt. Als ich den Namen sagte, da saß sie plötzlich ganz gerade auf dem Stuhl und sagte, ist der wirklich da? Und da habe ich gemerkt, wow, ich habe eine dann Chance. Komme ich auch. Dann kommt sie auch, weil sie findet ihn genau so toll. Ein ja. Mann, der ja, durchaus uns auch optisch verzaubert hat, uns Frauen, ne? Der aber auch eine unfassbare Stimme hat. Er ist ein Weltstar. Ich würde dir jetzt das Feld anbieten und sagen, du darfst ihn ankündigen, wenn du magst. Möchtest du? Ja, das ist eine große Ehre für mich. Das mache ich sehr, sehr gern. Meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir herzlich willkommen. Please welcome Mr. Michael Bolton. Das ist unser Moment. This is our moment now. Michael, welcome. Welcome to the show. To see you. Schön, euch zu sehen. Danke für die Einladung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. We are so pleased to have you on the show. It's a great honor. Michael, I hope you can remember. Ich hoffe, er erinnert sich. This is your second time in my show. Ja, ich war schon mal hier. No? Dich vergesse ich doch nicht. Naja, damals haben Sie mit Helene Fischer gesungen. Ich würde verstehen, wenn Sie mich vergessen haben. Yes, I did. Ja, das ist richtig. Das sei der Helene gegönnt. Ja, wir haben die große Freude jetzt, ein neues Album hier als Premiere zu erleben. What kind of album is that? It's called Songs of Cinema. Songs of Cinema heißt das. Das sind ganz, ganz tolle Lieder aus klassischen Filmen, die wir alle lieben. Und da werden wir diese unglaubliche Stimme hören. Und meine Damen und Herren, schauen Sie noch einmal hier auf die Bühne. Ich mogel mich einmal dazwischen. Marianne Rosenberg und Michael Bolton. Ich stehe hier gemeinsam mit Marianne und Michael. Ist es nicht toll? Michael Bolton, it's your stage now. Meine Damen und Herren, ich weiß, das hat mir die Kiwi schon geflüstert, wir kriegen noch einen. Aber vorher sage ich Ihnen schon mal, dass ich mich bei allen Künstlern bedanke, die heute meine Ostergäste waren. Kiwi sehen Sie am Ostersonntag und dann geht es am 7. Mai im Fernsehgarten los. In unserer nächsten Show am 20. Mai sind Helene Fischer da, Andrea Berg, Vanessa Mai, wie wir heute gelernt haben. Sascha Gramme ist da, Andreas Gabayé, Riesenaufgebot, ich glaube Thomas unter Umständen auch, ne? Also tolle Show, aber jetzt hat er die tolle Gitarre, die er schon immer hat, mit den Bändern. Ich freue mich, mein lieber Albert, es war großartig, ich danke dir. Thank you. Noch einmal für mich und für alle unsere Zuschauer. Albert Hammond. Thank you.
I'm a train, I'm a track, I'm a train, I'm a train, I'm a train.